Oh, Steffi, das ist so süß, dass du das sagst. Und ich dachte ja mal, wenn ich heute schon komplett grau bin, braucht es einen Mann, der ein bisschen Farbe in mein Leben bringt. Unseren, mein Nachmittagsgärtner Ole Becker. Was macht der? Drückt mir eine graue Pflanze in der Hand. Na so. Jetzt, also okay, das willst du nicht so stehen lassen. Zugegebenermaßen ist sie von der Farbe her so ein bisschen morbid. Aber, ja, aber ich finde sie total schön. Also im Moment, ich finde, Grau ist im Moment so meine Lieblingsfarbe. Lass wenn man es überhaupt tauschen. Sagen kann. Also ich bringe Farbe in dein Leben. Das lässt sich ganz einfach bewerkstelligen. Ich finde, die steht dir auch richtig gut. Großartig, das ist eine spektakuläre Farbe. Du hast auch einige wirklich spektakuläre Pflanzen mitgebracht. Die sind, ich habe ja gedacht, so, ach Mensch, das sind so tropische Indoor-Pflanzen, die können aber alle im Garten. Genau, also wenn es wirklich Pflanzen aus dem Fachhandel sind, gute Qualität, dann sind die nicht nur gartenwürdig, sondern hast du auch im Garten ganz viel und ganz lange Freude dran. Wir haben es gerade gehört, bis zu 30 Jahre können die alt werden. Und ohne, dass wir viel dazu tun müssen, wir müssen einfach nur nett sein. Wir müssen nett sein. Wie nett wir sein müssen, das klären wir jetzt, wenn wir mal uns hinter den Tisch begeben. Ole, erklär mir doch mal einmal, was so eine Lenzrose denn eigentlich an Pflege braucht insgesamt. Also wenn ich weiß, Lenzrose, Christrose, du hast gesagt, das ist eine Christrose. Genau. Hätte ich jetzt gedacht, die sind relativ ähnlich. Ja. Aber man kann doch schon Unterschiede erkennen. Also botanisch sind sie alle Helleborus, ja, aber das, was du eben in der Hand hattest und was dich so schön kleidet, ja, die graue Maus, dass sie so schön Farbe auf die Jacke bringt, das ist die Orientalis, Helleborus Orientalis, und das ist Niger. So, und die sind unterschiedlich von der Herkunft. Eigentlich sind die von der Lokalität her, sind die näher an uns dran. Mhm. Also Alpenrand zum Beispiel und dann noch darüber hinaus, während die eher so aus dem Raum Türkei, Jugoslawien und so weiter kommen, bis nach Italien runter. Das zum Beispiel ist eine, die stammt eher aus der Toskana. Mhm. Also Nord-Südeuropa, das ist so die Heimat der Helleborus, der Lenz- und Christrosen. Aber warum tut die nicht, wenn ich sie in den Garten pflanze? Die Christrose tut ihr oft nicht den Gefallen, dass sie weiter im Garten wachsen will, weil die meisten Pflanzen leider ein bisschen arg gepusht sind. Das heißt, die wurden ja alle, ein bisschen vorgezogen und die mögen es dann nicht, wenn sie in die normale Natur kommen. Oft Wärme behandelt, manchmal auch mit Präparaten, dass sie einfach wirklich üppig und früh in Blüte kommen. Und es gibt durchaus, das ist zum Beispiel hier eine Niger praecox. Ja, praecox sagt es schon so ein bisschen, das ist eine besonders frühblühende, die von Natur aus auch tatsächlich wirklich schon vor Weihnachten blüht, was sonst nicht alle machen würden. Und die wächst dann auch im Garten weiter. Eben erwähnt hast, was für mich diese Pflanze so unglaublich sympathisch macht. Hm? Sie vermehrt sich selbst und vor allen Dingen, sie verzeiht einem auch mal so Trockenphasen. Ja, das wenn wir beide jetzt bei mir durch den Garten spazieren würden, du würdest hier und da und dort überall welche entdecken. Und das Tolle ist, du kannst eigentlich auch nie eine und dieselbe Pflanze wieder kaufen. Wenn du dir genau die im nächsten Jahr nochmal kaufen wollen würdest, wird es schwierig, weil die weichen alle voneinander ab. Die werden durch Saat vermehrt und in sehr, sehr guten Fachbetrieben eben wird schon genau geguckt, dass die Eltern auch wirklich anspruchslos sind, gartenwürdig, wie man sagt. Und da guckt man schon, dass die Farben der Nachkommen möglichst gleich sind. Aber das Tolle an Lenzrosen ist, du kriegst eigentlich immer eine bunt gemischte Vielfalt. Was muss ich denn tun, damit ich das überhaupt bekomme? Kann ich irgendwas falsch machen oder seht die sich sowieso immer aus? Also ich würde jetzt immer denken, so standorttechnisch kann ich sie unterstützen oder ist das im Grunde genommen relativ egal? Nee, ganz egal ist es nicht. Also die nimmt schon relativ viel, aber sie steht erstens nicht gerne in der prallen Sonne, sondern eher so ein bisschen absonnig toll, zum Beispiel auch unter Buchen, Hasel, Buche und so weiter, wenn man sowas im Garten hat, das ist ein schöner Platz. Nicht zu schattig, ist auch nicht toll, aber große, große Bandbreite ist durchaus denkbar. Und dann ist es wichtig, dass sie nicht in einem sehr fetten Lehmboden steht, wo sie permanent nasse Füße bekommt. Das mag sie nicht. Wir kommen ja auch gleich noch mal dazu, wenn wir sie im Topf haben möchten. Mhm. Aber du hast etwas sehr Spektakuläres mitgebracht. Auf diese Pflanze freue ich mich tatsächlich. Spektakulär? Ja, ich finde sie schon spektakulär. Also Ole hat heute, muss man jetzt mal sagen, man muss ihn loben, hat vor dieser Sendung zu Hause noch mal einen Spaten in der Hand genommen und hat das Gerät hier mal ausgebuddelt. Sehe aber, Ole, die hat so eine kleine Marke. Ja. Was ist das und wie kriege ich das weg? Also die habe ich bei den vielen, muss ich dazu sagen, vielen Lenzrosen, die ich so im Garten habe, jetzt auch tatsächlich mal übersehen. Normalerweise schneide ich sowas wesentlich früher, also teilweise schon vor der Blüte weg. Die meisten alten die Blätter. Jetzt, darf man das jetzt noch? Ja, natürlich. Okay. Also schöner ist es, du machst es vorher, weil das stärkt die Blüte. Die Blütenintensität ist besser und dann darf man auch nicht nur Kranke, sondern auch sonst einen ganzen Teil der alten Blätter wegschneiden.
damit die Pflanze neue aufbaut und viel Kraft in die Blüte geht. Und dann gehen wir jetzt nicht dran und schneiden jetzt hier mühselig einzelne Blättchen. So hätte ich Blättchen. Das gemacht, das nicht. Du bist rigoroser. Das glaube ich sofort. Du bist auch wirklich zart. Und das, auch was deine Pflanzen finde ich auch gut, aber in diesem Fall darfst du ein bisschen rabiater sein und dann wirklich konsequent die ganzen kranken Blätter weg. Selbst wenn jetzt nichts mehr übrig bliebe, wäre das nicht fatal, weil sie treibt dann auch relativ schnell wieder neue. Ja. Die müssen halt alle noch raus hier, die kranken Blätter, und die entsorgen wir dann. Okay. Die kommen weg. Und vor allen Dingen, die ist so riesengroß, man könnte sie teilen. Und das sollte man auch tatsächlich bei Lenzhosen machen. Wir sind jetzt mal so unverschämt und Entblößen Sie mal. Aber sie sieht spektakulär aus, schon alleine mit dem Ballen. So, und jetzt wird es rabiat. Jetzt teilen wollten, dann zack durch. Ja. Aber so zack durch geht leider nicht. Das ist ein bisschen mühselig. Hartes Stück Arbeit, kann ich aus Erfahrung sagen. Aber so einen Ballen hier wie den, den würden wir sicherlich so in 2-3 Teile zerlegen. Und dann kannst du die neuen Pflanzen irgendwo anders im Garten einsetzen. Ja. Das ist eine Option. Oder auch einen Topf pflanzen. Ja, und Topf ist ja unser Stichwort. Wir wollen sie ja auch mal einmal eintopfen. Und du hast auch schon ein paar Zutaten mitgebracht, wo ich dachte so, wozu brauche ich denn den ganzen Firlefanz? Ja. Also erstmal der ganz normale klassische Topf mit der Blumenerde. Da haben wir unten natürlich, um das nicht zu vergessen, Tonscherben rein, wie man das natürlich eigentlich immer so macht. Klar. Fast automatisch. Und dann topfen wir die aus. Machen ja ordentlich Schweinerei auf dem Tisch. Das machen wir ja auch später weg. Ne? Ja, so, das ist der Vorführeffekt. So, und da siehst du nämlich schon, die Wurzeln sind schon sehr stramm im Topf gewesen. Das reißen wir so ein bisschen auseinander oder ritzen das mit der Schere auf. Ja. Das sollten wir immer machen, das damit sie besser auswurzelt. Tut ihr nichts? Das tut ihr nichts. Im Gegenteil, sie bildet dann neue Wurzeln. Und dann kommt das Substrat. Gibst du mir mal bitte den Topf? Ja, sehr gerne. So, danke. So, das ist jetzt gute Pflanzerde, die wir dann noch mit ein bisschen Gartenkompost mischen. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Gartenkompost ist eine gute Nährstoffquelle und ist nicht zu nährstoffreich. Und dann geben wir da für so einen Topf vielleicht 3-4 Hände voll von diesem Tonmehl mit rein. Warum? Warum? Weil dieses Tonmehl von Natur aus relativ viel Kalk mitbringt. Und das mögen die gerne. Okay, ja, merke also ich mir auf alle Fälle. Deswegen stehen die zum Beispiel auch sehr gut bei Buchen, weil Buchen tendenziell auch an so einem kalkhaltigeren Standort sich sehr wohlfühlen. Und das ist alles, was unsere Lenzrose braucht. Und das füllen wir dann halt in den Topf rein. Und du wirst es nicht glauben, aber 5, 6, 7 Jahre macht das in so einem Topf wunderbar gehen. Und dann hast du was Tolles für die Terrasse. Du weißt ja, ich habe ja das allerschlechteste Gedächtnis der Welt. Was ich mir aber merken kann, ist natürlich unsere Internetadresse ndr.de/mein-nachmittag, wo es natürlich die tollen Tipps von Ole noch mal zum Nachgucken gibt. Also diese Schalte auch noch mal. Dann, wenn ich mal irgendwann tatsächlich Lenzrosen teilen will, eintopfen will, würde ich auf alle Fälle reingucken und mir dann noch mal merken, Pflege, also ein bisschen gröber schneiden, als ich es machen würde. Ja, wichtig, würde. Eben wirklich konsequent alles weg. Auch mal gesunde, ältere Blätter konsequent entfernen. Das ist das eine. Das zweite ist gute Bentonit, Tonmehl mit einarbeiten. Und wie du gerade gesagt hast, gute Qualität. Günstige, billige Pflanzen kauft man garantiert 2, 3, 4 Mal. Die sind überall zu haben, aber die sind oft tatsächlich im Garten. Und das wollen wir nicht. Und das, was diese Pflanzen für mich am allersympathischsten macht, nicht nur, dass sie so früh blühen, sondern dass sie sich auch noch selbst vermehren. Also besser geht's nicht. Steffi, und das war's jetzt auch mit dem Grau erstmal, weil offensichtlich Ole hat's doch geschafft, doch noch ein bisschen Farbe in diesen Tag zu kriegen.